Jan, herzlichen guten Morgen aus der Schweiz zum nächsten Business Breakfast von der BOC-Gruppe. Ja, mein Name ist Giovanni Rotondaro und ich moderiere heute den heutigen Webinar aus der Schweiz. Wie schon gesagt, heiße Sie dementsprechend auch herzlich willkommen. Ja, um was geht es denn heute? Heute geht es um das Thema das Schweizer Datenschutzgesetz, DSG. Die halbe Miete haben Sie schon dementsprechend, also das haben wir jetzt so geschrieben, weil ja das sowohl National wie Ständerat ja die Vorlage bereits beraten haben. Und in der kommenden Frühlingssession findet ja die Differenzbereinigung statt mit der DSGVO von der EU. Deswegen spricht es nichts dagegen, dass jetzt im Jahr 2021 das in Kraft treten wird. Heute erfahren wir vor allem, wie Prozess- und Unternehmensarchitekturmanagement Sie dabei unterstützen kann. Ja, und wer sind unsere heutigen Experten zu diesem Thema? Da haben wir einerseits Tobias Bruderer von der BOC Group, der sich dann noch vorstellen wird, und Tobias Müller, der aus seinen Erfahrungen aus diversen DSGVO-Umsetzungsprojekten der letzten Jahre berichten wird. Ja, das war es auch schon mit der kurzen Einleitung und würde an dieser Stelle auch schon an meinen Kollegen Tobias Bruderer übergeben. Vielen Dank, Giovanni, und guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Tobias Bruderer. Herzlich willkommen. Ich habe heute die Freude, Sie in das Thema DSG aus Schweizer Perspektive kurz einzuführen. Anschließend werde ich das Wort an Thomas übergeben. Und wie Giovanni bereits erwähnt hat, Thomas hat viel Erfahrung aus dem Bereich DSGVO, aus der europäischen Sicht. Das heißt, wir haben heute die Freude eigentlich, dass er uns vorstellt, wie haben die Kollegen in Österreich, in der EU das Thema angegangen, wie sind sie das angegangen und mit welchen pragmatischen Wegen, Methoden, Projekten haben sie das eigentlich dann erfolgreich implementiert. Bevor wir uns anschauen, wie die Kollegen das in der EU gemacht haben, möchte ich einleiten und kurz darstellen, was ist denn das Thema DSG überhaupt? Begonnen hat alles 2017, als unser Bundesrat eigentlich den Entwurf für ein neues Datenschutzgesetz vorgestellt hat. Der schweizerische Entwurf lehnt sich sehr stark an der europäischen Version, an der DSGVO an, welche ja bereits mittlerweile seit fast 2 Jahren im Einsatz ist. Das Ziel der schweizerischen Daten oder des schweizerischen Datenschutzes ist es, die persönlichen Daten von natürlichen Personen besser zu schützen. Und alle Organisationen sind dieser DSG unterstellt, in dem Augenblick, wo sie personenbezogene Daten dann auch bearbeiten. Das heißt, voraussichtlich, oder es darf unterstellt werden, dass da wahrscheinlich dann fast alle Schweizer Organisationen der neuen DSG unterstellt sind. Wie Giovanni bereits gesagt hat, wird voraussichtlich 2021 das Jahr sein, wo die neue DSG in der Schweiz aktiv wird oder in Kraft treten wird. Und somit ist heute eigentlich bereits ein guter Zeitpunkt, sich dazu Gedanken zu machen. Denn in der EU, in dem Bereich der DSGVO, hat sich eigentlich gezeigt, dass die effektive Implementierung dieser neuen Verordnung dann doch die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt, dass es dann doch nicht ganz so einfach sein kann. Und entsprechend sind wir einerseits froh, dass wir heute hier in der Schweiz von den Kollegen in der EU lernen können, weil für einmal waren nicht wir Schweizer, die es erfunden haben, sondern die Europäer waren uns da einen Schritt voraus. Aber das bringt uns den Vorteil, dass wir das lernen können. Und es freut mich dann zum Zweiten, dass da eben Thomas uns das zeigen wird. Wenn wir mal kurz vergleichen, wie unterscheidet sich dann die schweizerische und die europäische Variante, beziehungsweise wann kommt welche zum Einsatz in der Schweiz? Dann kann festgehalten werden, dass die schweizerische Version, die DSG, in der Schweiz immer angewendet werden muss für Schweizer Organisationen. Die DSGVO, die europäische Variante, ob die greift in der Schweiz, das ist jeweils zu prüfen. Das ist bei jeder Organisation unterschiedlich. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn eine Schweizer Organisation eine Niederlassung in der EU hat, dann gilt die DSGVO oder sie gilt auch dann, wenn personenbezogene Daten von natürlichen Personen verarbeitet werden und diese Personen sich in der EU befinden. Das heißt, wenn man grundsätzlich mit EU-Bürgern Geschäfte macht, denn man muss diesen Personen auch noch Waren anbieten oder Dienstleistungen oder wenn das Verhalten von diesen Personen getrackt wird und dieses Verhalten in der EU stattfindet. Also es ist relativ komplex, wann das DSGVO für Schweizer Organisationen zum Einsatz kommt, wobei ich denke, auf Basis dieser Definition auch hier gesagt werden kann, dass für viele
Organisationen das DSGVO auch zur Anwendung kommt. Das heißt, in der Schweiz haben wir, ja, soll ich sagen, die unglückliche Situation, dass wir wahrscheinlich beiden Vorgaben Rechnung tragen müssen, der Schweizer Variante wie auch der europäischen. Und genau aus diesem Grund möchte ich nun mit Ihnen kurz reflektieren oder anschauen, inwiefern unterscheiden sich denn die beiden Vorgaben, die beiden Gesetze, beziehungsweise inwiefern unterscheiden sie sich eben nicht. Das heißt, wo sind die Schnittmengen? Und wir haben uns das in Vorbereitung mal im Detail angeschaut und es kann gesagt werden, die Schnittmenge der DSGVO und der schweizerischen DSG sind sehr hoch. Wir haben hier mal punktuell die wichtigsten Punkte rausgenommen, wo eigentlich die Schnittmenge gleich ist, wo dasselbe ist. Gesagt werden kann, einfach oder einfach gesagt kann festgehalten werden, dass vor allem in der, ich sag mal, in dem Bereich der Bestrafung bei Bußgelden sich die beiden unterscheiden. Bei der Ausgestaltung der Einhaltungen ist das aber sehr ähnlich. Und wenn wir diese Prämisse voraussetzen, dann können wir natürlich aus der Schweiz von den Europäern sehr viel lernen. Und ich möchte jetzt auch nicht punktuell oder Punkt für Punkt da durchgehen, sondern ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach vorausschicken, dass das DSGVO und das DSG sehr ähnlich sind und übergebe nun das Wort gerne an Thomas, weil er wird uns nun zeigen oder erklären, wie sind die Kollegen in der EU an das Thema DSGVO rangegangen, was ist ein pragmatischer Ansatz und was können wir nun da in der Schweiz davon mitnehmen, was können wir von den Europäern da lernen. Thomas, dann übergebe ich gerne an dich. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich heute auch, Teil des Business Breakfast sein zu dürfen. Ich bin in der BOC in Wien ansässig und aus diesem Grund haben wir auch in den letzten 2, 3 Jahren eine Reihe von Projekten mit unseren Kunden durchgeführt, wie wir mit unseren Tools, sprich Adonis Anuada IT, die Umsetzung der DSGVO oder Datenschutzaspekte unterstützen. Und hier vor allem mit dem Fokus auf der Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten im Sinne der Erstellung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten inklusive der Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie die Daten der vorher angesprochenen natürlichen Personen entsprechend geschützt werden können. Im Vorfeld dieser Umsetzung oder der Unterstützung, wie wir diese Datenschutzaspekte im Kontext der Unternehmensarchitektur unterstützen können, haben wir uns die Frage gestellt, welchen Charakter haben diese Verarbeitungstätigkeiten? Sind es Prozesse, sind es Aufgaben oder sind es vielleicht neue Elemente, die wir im Rahmen der Abbildung der Unternehmensabläufe oder Architektur oder unter Anführungszeichen des digitalen Zwillings, welche Anforderungen diese haben? Und da sind wir eigentlich sehr schnell zum Schluss gekommen, dass diese Verarbeitungstätigkeiten, die es im Sinne der DSG oder auch der DSGVO zu dokumentieren sind, ein Artefakt darstellen, die auf Ebene der Geschäftsprozesse oder in der Geschäftsebene angesiedelt werden können. Das heißt, in unserem Sinne entsprechen diese Verarbeitungstätigkeiten ergänzend Informationen, die aber sehr gut in die bestehende Datenlandschaft eingebracht werden kann. Das heißt, ich komme später auch gleich darauf zu sprechen, dass es hier sehr viele Schnittstellen gibt zu bestehenden Dokumenten im Sinne von Geschäftsprozessen, im Sinne von Rollen, Organisationseinheiten, Anwendungen, nicht zuletzt auch was in Richtung von Risiken und Kontrollen. Und vor dem Aspekt her ist ein wesentliches Lesson learned, das wir in diesen Projekten mitgenommen haben, dass dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten im Idealfall als Teil dieser Unternehmensarchitektur gesehen werden kann, wo diese Verarbeitungstätigkeiten integraler Bestandteil dieser Dokumentation sind und keinesfalls isoliert parallel davon dokumentiert und geführt werden sollen, weil es da sehr viele, sage mal, redundante Informationen gibt, die man auch im Rahmen der Prozessdokumentation oder im Rahmen des Enterprise Architecture Managements vielleicht schon erhoben hat und an anderer Stelle, sprich Adonis oder Ado-IT, schon gepflegt hat. Diese besonderen Anforderungen, was bei diesen Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert werden soll, im Sinne der DSG und auch der DSGVO, das sollen die nächsten Punkte kurz zeigen. Es ist zu definieren, bei jeder Verarbeitungstätigkeit, wer ist der Verantwortliche dafür? Welche verantwortliche Organisationseinheit ist verantwortlich für die Erhebung, die Speicherung, die Weiterverarbeitung beziehungsweise das Weiterleiten von Daten von natürlichen Personen, die personenbezogen oder sensibel sind. Im Sinne dieser gesetzlichen Vorgaben ist auch zu dokumentieren, zu welchem Zweck diese Verarbeitung stattfindet. Auch das ist zu dokumentieren, was berechtigt mich
als Datenverarbeiter diese Daten entsprechend zu erheben oder weiter zu verarbeiten. Welche Personenkategorien, Personengruppen sind von der jeweiligen Verarbeitungstätigkeit betroffen? Welche Datenkategorien werden im Rahmen der einzelnen Verarbeitungstätigkeit erhoben, gespeichert, weiterverarbeitet? Welche sind gegebenenfalls Empfänger? Das heißt, an welche Empfänger, an welche Stellen werden alle diese Daten, die hier verarbeitet werden, oder ein Teil davon weitergeleitet? Das können Kunden sein, das können Partner sein, das können aber genauso auch Behörden sein, Aufsichtsorgane, an die auf Basis von gesetzlichen Vorgaben auch Daten übermittelt werden müssen. Gibt es vielleicht Übermittlungen von Daten an Drittländer oder internationale Organisationen? Auch das kann vorkommen. Und da ist dann auch die Frage, gibt es, also welche Garantien sind hinter diesen Übermittlungsvereinbarungen? Gibt es Fristen für das Löschen der Datenkategorien? Auch das ist ein Aspekt, der bei der jeweiligen Datenverarbeitung dokumentiert werden kann. Sind gegebenenfalls, weil sehr schutzbedürftige Daten erhoben und bearbeitet werden, ist dementsprechend eine Risikofolgeabschätzung erforderlich. Diese Risikofolgeabschätzung, auf die komme ich dann später nochmal im Detail zu sprechen, ist ein ganz neuer Aspekt, der mit dem Datenschutz einhergeht, und nicht zu verwechseln ist mit der sogenannten Risikoanalyse. Die Risikoanalyse betrachtet das Unternehmen ja intern und betrachtet, welche Schäden kann einem Unternehmen entstehen, wenn ein bestimmtes Risiko eintritt. Die Folgeabschätzung im Gegensatz dazu hat die Aufgabe zu betrachten, welche Probleme oder Einschränkungen die jeweilige Person hat, wenn das Unternehmen oder sprich wir die Daten dieser Person oder diese Daten verlieren, unbefugte Dritte diese Daten abziehen, unerlaubterweise veröffentlichen oder diese Daten unerlaubterweise manipuliert werden. Und das kann für Personen doch einen erheblichen Schaden mit sich bringen, wenn man daran denkt, dass das teilweise vielleicht auch Gesundheitsdaten sind, die über die normalen personenbezogenen Daten hinausgehen. Da kann es durchaus zu Problemen für die betroffenen Personen führen. Und die Folgeabschätzung soll eben dazu dienen, im Vorhinein schon abzuschätzen, welche Probleme kann für die Betroffenen entstehen, wenn diese Daten, wie gesagt, unerlaubterweise manipuliert, abgezogen oder veröffentlicht werden. Und die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die hier als letzter Punkt angeführt werden, sollen eben diesen Risiken entgegenwirken, im Sinne von Schutz der Daten auf technischer und organisatorischer Ebene, damit eben diese unerlaubte Manipulation, Veröffentlichung, Löschung nicht stattfinden kann. Und wir haben uns überlegt, wie können wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen mit den Möglichkeiten, die sie schon kennen, um eben dieser Dokumentationspflicht der Verarbeitungstätigkeiten nachzukommen. Und im Grunde ist die Summe aller Verarbeitungstätigkeiten macht eben dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aus. Das heißt, es gibt neben den allgemeinen Informationen, welches Unternehmen führt diese Verarbeitungstätigkeiten durch, wer ist der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen, ist es eben die Auflistung aller Verarbeitungstätigkeiten, die das Verzeichnis dieser Verarbeitungstätigkeiten ausmacht. Und wenn wir uns diesen Aspekt nochmal ansehen, es gibt die personenbezogenen Daten, es gibt die IT-Anwendungen, es gibt betroffene Personen, es gibt verantwortliche Organisationseinheiten, nicht zuletzt gibt es auch mit Risiken und Kontrollen ein Thema. So sind viele dieser Punkte schon jetzt Bestandteil der Umgebung, die wir mit Adonis bzw. ADOT schon mitbringen. Das heißt, im Wesentlichen ist das Drumherum, der Kontext dieser Verarbeitungstätigkeiten in dieser Unternehmensarchitektur, in der Abbildung des Unternehmens schon vorhanden. Und unser Ansatz ist der, dass wir die Verarbeitungstätigkeit als neues, sagen wir, Datenobjekt in dieses Modell einbetten, damit man im Rahmen der Dokumentation dieser Verarbeitungstätigkeiten schon auf bestehende Informationen zurückgreifen kann, auf eine bestehende Dokumentation von Applikationen, auf bestehende Dokumentationen von Geschäftsprozessen, auf Organisationen, auf Rollen. Das heißt, ein großer Teil, würde ich behaupten, der Dokumentationsanforderung ist unter Anführungszeichen schon gegeben. Die halbe Miete ist schon herinnen, wenn man sich dieser Daten bedient, die es schon gibt, auch für die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten. Und was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, weil man eben hier diesen Kontext in diesem Schaubild sehr gut erkennen kann, dass ich eben
ein isoliertes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nicht erstellen sollte, weil ich dann ja eine redundante Informationshaltung für Anwendung führen muss, eine redundante Informationshaltung für Geschäftsprozesse, für Verantwortlichkeiten, gegebenenfalls auch für Kontrollen. Und das ist natürlich nicht zielführend, weil dann hätte ich zwei Arten von Dokumentationen, die ich laufend aktuell halten muss. Und unsere Empfehlung oder beziehungsweise auch die Erfahrung aus den Projekten hat gezeigt, dass dieser Ansatz der integralen Betrachtung der Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen dieser Elemente, die es schon gibt, im Rahmen dieser Unternehmensarchitektur, dass das sehr gut funktioniert hat und auch dann im laufenden Betrieb, sprich auch in der laufenden Aktualisierung dieser Verarbeitungstätigkeiten einen sehr hohen Effizienzgrad erlaubt. Das heißt, kurz und bündig, es gibt jetzt schon bestehende Klassen im Adonis und im Ado-IT, die eben auch für die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten herangezogen werden können. Und als neues Element bauen wir eben dieses Objekt der Verarbeitungstätigkeit ein, wo natürlich neue Informationen gepflegt werden müssen, aber zu einem großen Teil auch bestehende Informationen schon eingebunden werden können, was natürlich dann auch die initiale Dokumentation dieser Verarbeitungstätigkeiten maßgeblich beschleunigt. Wenn wir uns dieses Schaubild nochmal im Detail betrachten möchten, so ist die Verarbeitungstätigkeit hier im Zentrum angesiedelt und bezieht sich auf bestehende Informationen, beispielsweise im Sinne der Prozesse, wenn es darum geht, den Zweck der Verarbeitungstätigkeit zu dokumentieren, im Sinne der Geschäftsprozesse. Das heißt, hier wird dokumentiert, welche Verarbeitungstätigkeiten werden durchgeführt, um den Zweck eines Geschäftsprozesses oder eines Geschäftsablaufs zu ermöglichen. Weiterer Aspekt, welche Daten werden denn bei den Geschäftsverarbeitungstätigkeiten dokumentiert? Und diese Datenkategorien sind natürlich dann auch, wir werden es dann in einer späteren Analyse sehen, können durchaus mehrfach verwendet werden. Das heißt, auch da ist dann unser Architekturansatz eine sehr gute Basis, um weiterführende Analysen über die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeit hinaus zu machen, um zu sehen, welche Datenkategorien werden denn bei den verschiedenen Verarbeitungstätigkeiten erhoben, weiterverarbeitet bzw. an externe Partner übermittelt. Bei der Verarbeitungstätigkeit werden auch die Anwendungen oder die Applikationen hinterlegt, die es braucht, um diese Verarbeitungstätigkeit durchzuführen. Und das ist natürlich auch ein Mehrwert für die Anwendung selbst oder für den Anwendungsverantwortlichen, der bis jetzt vielleicht unter Anführungszeichen nur den Bezug zu Geschäftsprozessen abgebildet hat. Aber jetzt kommt auch noch dazu der Bezug zu Verarbeitungstätigkeiten. Das heißt, auch von der Anwendung her kann man dann entsprechend herausfinden oder analysieren, für welche Geschäftstätigkeiten im Sinne von Prozessen oder Verarbeitungstätigkeiten kommt denn diese Anwendung vor und welchen Impact hätte es denn, wenn diese Anwendung nicht entsprechend geschützt wäre oder vielleicht nicht verfügbar wäre. Die bestehenden Elemente für Organisationseinheiten und Rollen werden auch verwendet für die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeit im Sinne, welche Organisationseinheit ist denn verantwortlich, beziehungsweise an welche Organisationseinheit werden denn Daten übermittelt. Und die Rolle verwenden wir, um zu dokumentieren, wer sind denn die betroffenen Personen, die im Rahmen der Verarbeitungstätigkeit die Daten an uns vertrauensvoll übermitteln. Und Risiken und Kontrollen sind dann eben das Thema der Risikofolgeabschätzung beziehungsweise der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten, die in den jeweiligen Verarbeitungstätigkeiten verarbeitet werden. Es gibt grundsätzlich zwei Herangehensweisen, die wir in der Praxis bis dato wahrgenommen haben und beide auch ihre Berechtigung haben, je nachdem, vor welchem Betrachtungspunkt ich beginne, die Verarbeitungstätigkeiten zu erheben. Der erste Ausgangspunkt sind die Geschäftsprozesse des Unternehmens. Da ist die grundlegende Frage jene, in welchen Geschäftsprozessen meines Unternehmens bzw. meiner Organisation werden denn personenbezogene oder sensible Daten erhoben, weiterverarbeitet oder übermittelt. Das heißt, ich beginne bei meinem Prozessinventar und gehe diese Prozesse Schritt für Schritt durch, um zu analysieren, bei welchen Prozessen werden eben personenbezogene Daten oder sensible Daten erhoben, weiterverarbeitet oder übermittelt. Das ist dann eben auch der zweite Schritt, zu sagen, ich erstelle diese Verarbeitungstätigkeit und dokumentiere dann im Kontext des Prozesses, welche Datenkategorien werden denn bei dieser Verarbeitungstätigkeit dokumentiert. Sind es personenbezogene Daten wie Adressdaten,
wie Vertragsdaten oder sind es auch sensible Daten wie die politische Orientierung oder vielleicht, wie gesagt, Gesundheitsdaten. Das sind eben verschiedene Datenkategorien, die ich bei den einzelnen Verarbeitungstätigkeiten hinzufügen kann. Der nächste Schritt bei dieser prozessualen Herangehensweise ist dann der dritte, um zu sagen und zu dokumentieren, welche Anwendungen werden denn verwendet, um diese Verarbeitungstätigkeiten durchzuführen. Wer ist verantwortlich, an wen wird übermittelt, wer sind die betroffenen Personen, ist dann bei dieser Herangehensweise der vierte Schritt, wo ich dann diese bestehenden Informationen für die Organisationseinheiten und die Rollen mit der Verarbeitungstätigkeit verbinden kann. Und wenn bei dieser Verarbeitungstätigkeit entsprechend eine Risiko- und Folgeabschätzung durchzuführen ist, kann dieses ebenfalls durchgeführt werden, beziehungsweise kann ich ja jedenfalls bei der Verarbeitungstätigkeit die technischen und organisatorischen Maßnahmen hinterlegen, die das Unternehmen getroffen hat, um eben diese Daten entsprechend zu schützen. Das ist der eine Ausgangspunkt, der prozessorientierte Ausgangspunkt. Der zweite wäre jener, wenn ich mich aus dem Thema des Datenmanagements an die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten wage. Das heißt, ich beginne nicht von den Prozessen, sondern ich beginne mit der Inventarisierung. Wo habe ich denn oder welche personenbezogenen oder sensible Daten werden denn irgendwo in meinen Geschäftsprozessen des Unternehmens verarbeitet, erhoben oder weitergeleitet? Das heißt, ich beginne nicht bei den Prozessen, sondern ich beginne aus Sicht des Datenmanagements und versuche zu erheben, wo habe ich denn mit personenbezogenen oder sensiblen Daten zu tun? Schritt 1 und kategorisiere diese. Und überlege mir dann im nächsten Schritt, bei welchen Anwendungen sind denn diese, also bei welchen Anwendungen werden diese Daten eingegeben, durch welche Anwendungen werden diese Daten verarbeitet bzw. weitergeleitet. Und das ist dann eben der Anlasspunkt, wo ich dann für diese Verarbeitung von Daten im Rahmen einer Anwendung oder mehrerer Anwendungen diese Verarbeitungstätigkeit dokumentiere. Und dann geht es natürlich weiter, dass ich dann im nächsten Schritt sage, okay, und der Zweck dieser Verarbeitungstätigkeit ist, das kann dann natürlich wieder ein Geschäftsprozess sein. Das heißt, zum Zweck der Durchführung eines Geschäftsprozesses bin ich berechtigt oder habe ich die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Datenkategorien unter Zuhilfenahme dieser oder mehrerer Anwendungen. Und dann ist natürlich auch wieder wie vorher die Dokumentation der betroffenen Personen bzw. von etwaigen Empfängern ein Erfordernis und auch die Dokumentation der getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Daten bzw. eine etwaige erforderliche Folgeabschätzung ist dann ebenso wieder Teil der Verarbeitungstätigkeit auch aus dieser Betrachtungsperspektive her. Das heißt, das sind die zwei grundlegenden Herangehensweisen, wie ich zu meinem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten kommen kann. Entweder gehe ich prozessorientiert vor, indem ich mir die Frage stelle, in welchen meinen Geschäftsprozessen habe ich mit personenbezogenen oder sensiblen Daten zu tun. Beziehungsweise die zweite Herangehensweise ist, wenn ich mich vom Datenmanagement her nähere, zu fragen, wo in meinem Unternehmen oder mit welchen personenbezogenen Daten oder sensiblen Daten habe ich denn grundsätzlich zu tun und beginne von hier weg die Dokumentation dieser Verarbeitungstätigkeit. Noch ein kleiner Exkurs zu diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ein wichtiger Bestandteil oder eine wichtige Anforderung, sei es aus der DSG oder der DSGVO. Das heißt, ich komme wieder zu meinem Überblicksbild, das heißt, meine Verarbeitungstätigkeit verwendet ein oder mehrere Anwendungen, ist mit ein oder mehreren Geschäftsprozessen verbunden, beziehungsweise hat auch eine verantwortliche Organisationseinheit. Und es gibt technische und organisatorische Maßnahmen im Sinne von Kontrollen oder Kontrollzielen, die es einzuhalten gilt. Und die Dokumentation dieser kann einer Datenschutzfolgeabschätzung gegenübergestellt werden, damit ich auch überprüfen kann, ob meine getroffenen Maßnahmen diesem Risiko der Betroffenen entsprechend ausgeprägt sind oder ob ich hier vielleicht bei meinen Maßnahmen noch Verbesserungen durchführen muss. Diese TOMs können unterschiedlich ausgeprägt sein. Das können technische Maßnahmen sein im Sinne von Zugriffsschutz, von Backup-Mechanismen. Die Informationssicherheit ist hier ein sehr verwandtes Themengebiet, das man sich zunutze machen kann, um hier auch diese TOMs entsprechend auszuprägen. Ein Beispiel für eine organisatorische Maßnahme wäre auch ein Geschäftsprozess. Das heißt, das müssen nicht nur technische Maßnahmen sein, sondern auch Geschäftsprozesse, die verbindlich für die Mitarbeiter sind, die eben mit personenbezogenen und sensiblen Daten zu tun haben. Und grundsätzlich kann man in regelmäßigen Abständen auch eine Bewertung durchführen, ob alle meine Maßnahmen, die ich mir ausgedacht und platziert habe, auch entsprechend wirksam sind und angemessen. Das heißt, werden sie auch dermaßen durchgeführt,
wie ich mir das als Datenschutzbeauftragter beispielsweise vorgestellt habe. Auf der Seite der Datenschutzfolgeabschätzung kann ich dann natürlich die Risiken, die für die Betroffenen entstehen, wenn ich die Daten verliere, wenn sie unerlaubterweise manipuliert oder veröffentlicht werden, welche Probleme für diese entstehen, und habe dann auch quasi diesen externen Blick auf die Probleme der Betroffenen, auf die Risiken der Betroffenen bei der jeweiligen Datenverarbeitung abgebildet. Und alle diese Verarbeitungstätigkeiten insgesamt machen, wie gesagt, dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aus. Das heißt, ich bekomme dieses, ich sage mal, dieses Bild der Unternehmensarchitektur, diese Verbindung der Verarbeitungstätigkeiten mit den Prozessen, mit den Datenkategorien, mit den Anwendungen, mit den verantwortlichen Organisationseinheiten, mit den betroffenen Personen, bis hin zu der Risikofolgeabschätzung und den dokumentierten TOMS, bekomme ich dann natürlich auch, weil es die Aufsicht fordert, in eine listenartige Darstellung, die das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ausmacht, wo dann alle diese Aspekte, die wir auf den Eingangsfolien gesehen haben, aufgelistet sind, wo sich dann auch die Datenschutzbehörde ein Bild machen kann über diese Verarbeitungstätigkeiten, auch mit der Information, welche Datenkategorien werden verarbeitet, wer sind die betroffenen Personen und wie werden denn die Daten dieser betroffenen Personen im jeweiligen Unternehmen unterstützt. Das ist quasi die Pflicht, die das Unternehmen aus diesen beiden Regulatorien zu erfüllen hat. Aber wir haben uns natürlich auch gedacht, was könnte man denn aus dieser Dokumentation, die ich hier machen muss, ganz offen gesprochen, für mich als Unternehmen noch, welchen Mehrwert könnte ich daraus ziehen? Und diesen Mehrwert, der kann aus dieser Unternehmensarchitektur von verschiedenen oder für verschiedene Seiten entstehen. Und diesen Mehrwert möchte ich Ihnen jetzt mit Hilfe von verschiedenen grafischen Analysen zeigen, die wir uns überlegt haben, die den einzelnen Verantwortlichen helfen sollen, auch einen Nutzen aus dieser Dokumentationsanforderung zu ziehen, im Sinne von, welche Zusatzinformation kann ich als Prozessverantwortlicher aus dieser Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten ziehen? Welchen Nutzen kann ich als Applikationsverantwortlicher ziehen, wenn wir diese Aktion der Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten durchführen? Und exemplarisch möchte ich hier auf ein paar grafische Analysen eingehen, die dann über diese reine Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten in Listenform darüber hinausgeht, um auch für die anderen Stakeholder, die wir vorher gesehen haben, ein paar Benefits zu generieren. Ein Aspekt wäre beispielsweise, wenn man sich hier diese Verbindung der Verarbeitungstätigkeit mit den Rollen oder mit den betroffenen Personen betrachtet, könnte die Frage stellen, welche Rollen und Personen sind von der Verarbeitung betroffen. Das ist auch ein Aspekt, der für die Erfüllung der betroffenen Rechte ein wichtiger ist. Das heißt, wenn ein Kunde, ein Mitarbeiter, ein Interessent, ein Partner an das Unternehmen im Sinne der DSG oder DSGVO herantritt mit der Frage, welche Daten verwenden Sie, verarbeiten Sie, speichern Sie von mir, ist diese Person einer Kategorie zuzuweisen, und dann könnte die Beauskunftung mit folgender Matrix erfolgen. Das heißt, ich sehe dann als Interessent, als Kontokunde oder Finanzierungskunde einer Bank, werden die Daten oder auch von Mitarbeitern in folgenden Verarbeitungstätigkeiten verarbeitet, im Sinne von erhoben, gespeichert, weiterverarbeitet. Das heißt, das wäre ein Aspekt, der auch für die Beauskunftung oder die Erfüllung der betroffenen Rechte herangezogen werden kann, wo ich mit dieser Matrixdarstellung oder mit dieser tabellarischen Darstellung ersehen kann, die Betroffenen in der Zeile und die Verarbeitungstätigkeiten in den Spalten, welche betroffene Personenkategorie ist bei welcher Verarbeitungstätigkeit relevant. Das heißt, ich sehe, der Finanzierungskunde ist beispielsweise bei drei verschiedenen Verarbeitungstätigkeiten mit betroffen. Das heißt, ich sehe, dann könnte ich dann auch bei dieser Verarbeitungstätigkeit ablesen, und welche Datenkategorien dieser betroffenen Personen werden denn hier erhoben, verarbeitet oder gespeichert. Man sieht aber hier gleichzeitig auch, dass bei einer Verarbeitungstätigkeit durchaus mehrere betroffene Personenkategorien hinterlegt sein können und auch relevant sein können. Das sieht man beispielsweise bei dieser Verarbeitungstätigkeit des Kundenanliegen hier, dass diese Verarbeitungstätigkeit mehrere betroffene Personenkategorien umschließt. Eine andere grafische Auswertung bezieht sich hier auf diesen, mit dem Fokus hier auf die Verbindung der Verarbeitungstätigkeit mit den verschiedenen Datenkategorien, mit der Frage,
welche Daten werden denn wo verarbeitet. Das kann ich natürlich auch mit einer solchen Matrixerstellung beantworten. Das heißt, aus Sicht des Datenmanagements kann ich jetzt hier sehr einfach herauslesen, welche Datenkategorien, beispielsweise Finanzierungsdaten, Kontostammdaten, Kundenadressdaten, Mitarbeiterdaten oder sogar sensible Mitarbeiterdaten, werden denn hier bei welcher Verarbeitungstätigkeit hinterlegt, um auch hier schon erkennen zu können, dass eine bestimmte Datenkategorie durchaus in mehreren Verarbeitungstätigkeiten stattfinden kann. Und an dieser Stelle muss man ganz offen sagen, würde eine Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten, die vielleicht mit Excel stattgefunden hat, nicht so schnell zu diesen aussagekräftigen grafischen Analysen führen. Und diese Mechanismen sind es dann, die quasi auch den Mehrwert bietet, im Unterschied zu einer reinen listenhaften Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten. Weil ich hier eben dann über diese listenartiges Reporting für Aufsichtsbehörden auch nochmal fürs Unternehmen einen Mehrwert bieten kann. Eben wie gesagt hier das Beispiel für das Datenmanagement, um hier erkennen zu können, bei welchen Verarbeitungstätigkeiten werden denn welche Datenkategorien verarbeitet. Eine weitere Frage oder eine weitere Antwort, die wir aus der Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten ergeben können, ist, welche Anwendungen verarbeiten welche Daten im Kontext welcher Verarbeitungstätigkeit? Diese Frage beantworten wir mit einer dreidimensionalen Matrix, in der wir darstellen können, welche Datenkategorien hier in der Zelle dargestellt werden, bei welchen Verarbeitungstätigkeiten in der Zelle verarbeitet und welche IT-Systeme dienen zur Unterstützung, zur Ausführung dieser Verarbeitungstätigkeiten. Und hier sieht man auch sehr schön, dass jede Datenkategorie mit mehr als einer Anwendung zu tun hat. Das heißt, diese Datenkategorie der Finanzierungsdaten hat mit 1, 2, 3, 4 Anwendungen zu tun. Und das ist natürlich auch etwas, das die Frage aufwirft, okay, und wo ist der Single Source of Truth für diese Daten, für diese Datenkategorie? Wer ist der Master und wer sind die Slaves dieser Anwendungen? Welche Schnittstellen bestehen zwischen Anwendungen? Oder im allerschlimmsten Fall ist diese Datenkategorie in jeder Anwendung siloartig dokumentiert und habe ich hier vielleicht eine Mehrfach-Datenhaltung derselben Datenkategorie in meinen IT-Systemen. Und das kann dann auch über die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten zumindest mal als Thema aufgezeigt werden, dass man hier auch möglicherweise zwischen den Anwendungen klären soll, wer ist denn jetzt der Hüter der Daten im Sinne des Masters und wer bedient sich der Daten von dieser zentralen Datenhaltung. Da kann man beispielsweise dieses CRUD-Prinzip anwenden, wo definiert wird, welche Anwendungen haben auf welche Datenkategorie welchen Zugriff, um hier im schlimmsten Fall eine Mehrfachdatenhaltung zu vermeiden. Beziehungsweise kann man hier auch sehen, dass hier eine Datenkategorie durchaus bei mehreren Anwendungen und Datenkategorien relevant ist. Und nicht zuletzt soll auch nochmal dieses Thema der technischen und organisatorischen Maßnahmen mit einer solchen Analyse betrachtet werden. Wenn man hier beispielsweise eine Darstellung wählt, wo man erkennen kann, welche Risiken sind denn mit welchen Verarbeitungstätigkeiten verbunden und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne von Kontrollen hier abgebildet wurden oder werden denn gesetzt, um eben hier diese Daten, die uns die betroffenen Personen anvertraut haben, auch bestmöglich geschützt werden. Und das ist in der Theorie, ich zeige es dann auch im Tool gleich in der Praxis her, unser Ansatz, der sich auch in der Praxis sehr gut bewährt hat, wie die Verarbeitungstätigkeiten als integraler Bestandteil dieser Unternehmensarchitektur oder des digitalen Zwillings betrachtet werden können. Das heißt, wenn ich diese Verarbeitungstätigkeiten erfasse, ist es eine große Empfehlung von unserer Seite, auch die Erfahrung, die wir aus den Projekten gezogen haben, dass diese Verarbeitungstätigkeiten nicht isoliert von den anderen Unternehmensdokumentationen durchgeführt werden, sondern dass dies integriert vonstatten gehen sollte, weil ich dann auch schneller bin in der Erfassung der Verarbeitungstätigkeiten. Und ein fast noch wichtigerer Punkt, ich habe die Verarbeitungstätigkeiten dann auch in meine normale Geschäftsdokumentation eingebettet
Und als dritten wichtigen Punkt, ich bin dann auch in der Aktualisierung schneller, weil ich mich ja auf die anderen handelnden Personen verlassen kann, dass der Anwendungsverantwortliche sicherstellt, dass eine Anwendungsdokumentation aktuell ist. Dass ich mich als Datenschutzbeauftragter da vertrauen kann, dass sich der Prozessverantwortliche um seine Geschäftsprozesse kümmert. Das heißt, es gibt hier dann verschiedene Stakeholder, die gemeinsam an diesem, man kann es auch Corporate Repository nennen, arbeiten, wo jeder seinen Teil dazu beiträgt, um dadurch halt ein ganzes Schaubild, eine integrierte Abbildung des Unternehmens abzubilden, wo man dann sagen kann, also das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und wie das in der Praxis aussehen kann, möchte ich Ihnen jetzt im Anschluss anhand von Adonis darstellen. Wie wir es in den Eingangsfolien gesehen haben, ist diese Ergänzung oder ist diese Erweiterung im Sinne dieser Datenschutzaspekte sowohl für Adonis als auch für AWT verfügbar, je nachdem, welche methodische Herangehensweise für Sie die bessere wäre, entweder aus Sicht der Geschäftsprozesse oder aus Sicht des Datenmanagements, wenn man sich von den Datenkategorien dem Thema her nähert. Und wir haben Adonis oder AWT dahingehend weiterentwickelt, dass wir für diese Verarbeitungstätigkeiten eine personenbezogene Übersicht anbieten, wo der Verantwortliche, der eingeloggte User, jene Verarbeitungstätigkeiten in einem Dashboard, in diesem Dashboard bekommt, für die er verantwortlich ist, beziehungsweise von hier weg auch alle Verarbeitungstätigkeiten einsehen kann, wenn der User vielleicht Datenschutzbeauftragter des Unternehmens ist und somit für alle Verarbeitungstätigkeiten relevant ist, für alle Verarbeitungstätigkeiten, wo ich vielleicht der Auftragsverarbeiter bin und nicht unbedingt der Verantwortliche, oder ich möchte mir mal alle Verarbeitungstätigkeiten anzeigen von einem Unternehmen oder Konzern für den Fall, dass es vielleicht sogar mehrere Datenschutzbeauftragte gibt. Und wir haben hier gleich von Beginn weg die wichtigsten Informationen angezeigt. Man könnte hier durchaus noch mehrere Informationen einblenden. Aber die wichtigsten sind jedenfalls, dass der Zweck der Verarbeitung angeführt wird, die Kategorien der personenbezogenen Daten, wer sind die betroffenen Personen und wer sind gegebenenfalls die Empfänger von Datenkategorien im Rahmen dieser bestimmten Verarbeitungstätigkeit. Die Verarbeitungstätigkeit selbst ist natürlich, wie Sie Adonis und AWT kennen, noch detaillierter beschrieben im sogenannten Notebook, wo man sich hier in den verschiedenen Kapiteln die Informationen zu diesen Verarbeitungstätigkeiten noch genauer ansehen kann. Das heißt, es gibt alle allgemeinen Informationen, der Name, die Beschreibung und diese Verarbeitungstätigkeit führe ich, weil ich verantwortlicher bin. In einem anderen Fall führe ich vielleicht diese Verarbeitungstätigkeit, weil ich Auftragsverarbeiter bin. Wer ist die Organisation? Das heißt, es gibt eine verantwortliche Person, wie auch immer, und es gibt auch eine verantwortliche Person, im Rahmen derer diese Verarbeitungstätigkeit durchgeführt wird. Ein wichtiger Aspekt, der mit den Verordnungen einhergeht, ist die Dokumentation. Warum mache ich denn diese Verarbeitungstätigkeit? Zu welchem Zweck? Und das können Geschäftsprozesse sein, Geschäftsprozesse im Sinne der Prozesslandkarte, beziehungsweise könnten wir auch textuell hier diese Zwecke noch entsprechend dokumentieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dokumentation der Rechtsgrundlage. Das heißt, was berechtigt mich, diese Daten zu erheben, zu speichern, weiter zu verarbeiten, gegebenenfalls auch weiterzuleiten. Und das sind zwei beispielhafte, wo ich sage, das kann die Einwilligung des Betroffenen sein, beziehungsweise ist das die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Und da gibt es, wenn man sich hier das noch ansieht, noch eine Reihe mehrerer Checkboxen, die wir in den Projekten wahrgenommen haben und die wir jetzt also, wie sagen, Best Practice anbieten, wo man hier mittels Checkboxen anklicken kann, also welche Rechtsgrundlage macht es mir möglich, diese Verarbeitungstätigkeit durchzuführen, beziehungsweise habe ich hier noch die Möglichkeit, weitere textuelle Anmerkungen durchzuführen. Weiter geht es dann mit der Dokumentation der Datenkategorien, die im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeit durchgeführt werden. Das sind eben diese Datenkategorien, hier beispielsweise Kontostanddaten, Kundenstanddaten, Kundenadressdaten. Wer sind denn die betroffenen Personen, abgebildet als Rollen?
Wer sind denn gegebenenfalls Empfänger dieser Datenkategorien im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeit? Das können verschiedene Organisationseinheiten sein, das können Organisationseinheiten des Unternehmens sein, das können auch Aufsichts- oder Behörden sein. Und für den Fall, dass nicht alle Datenkategorien an alle Empfänger gehen, sondern nur ein Teil davon, haben wir auch hier die Möglichkeit geschaffen, über die Schnittstelle zu dokumentieren, welche Datenkategorien werden denn an welche Empfänger übermittelt. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass nur die Kundenadressdaten an eine Behörde übermittelt wird, aber keine weiteren Informationen aus dieser Verarbeitungstätigkeit. Ein weiterer Aspekt bei der Verarbeitungstätigkeit ist die Dokumentation. Welche Anwendungen werden denn im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeit verwendet, um die Verarbeitungstätigkeit durchzuführen, die Daten zu speichern? Und dann der Aspekt der Datenschutzfolgeabschätzung. Das heißt, auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, mit Hilfe von Fragelisten abzuklären, ob eine Datenfolgeabschätzung erforderlich ist. Und sobald hier eine Frage mit Ja beantwortet werden kann, wäre die Empfehlung, eine solche Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen. Und das ist dann natürlich der Startpunkt, wo ich mir für die betroffenen Personen überlegen muss, was kann diesen Personenkategorien für Schaden entstehen, wenn ich diese Datenkategorien, also wenn diese Datenkategorien gelöscht werden, unerlaubterweise manipuliert werden, unerlaubterweise abgezogen werden und veröffentlicht werden. Und die Datenschutzfolgeabschätzung soll dann eben das Ergebnis bringen, welche Probleme oder Schwierigkeiten für diese betroffenen Personen entstehen. Und natürlich, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen sollte ich oder muss ich treffen, damit diese Probleme für diese betroffenen Personen nicht entstehen. Das heißt, die Datenschutzfolgeabschätzung hätten wir wieder mit dem Element des Risikos abgedeckt und die technischen und organisatorischen Maßnahmen typischerweise mit dem Objekt der Kontrolle, wo eben die laufende Durchführung dieser Kontrolltätigkeit sicherstellen soll, dass alles getan wird, um eben die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität dieser Personen oder personenbezogenen oder sensiblen Daten zu schützen. Ja, und den Abschluss dieser Dokumentation ist natürlich der Lebenszyklus, wo dokumentiert werden kann, von wo weg ist die Dokumentation dieser Verarbeitungstätigkeit denn gültig und bis wann. Das heißt, auch ein wichtiger Aspekt, analog zu einer Risikodokumentation, Risikobewertung, Prozessdokumentation, ist auch für die Verarbeitungstätigkeit die Anforderung gegeben, dass man sich hier in regelmäßigen Abständen die Aktualität der Verarbeitungstätigkeiten ansieht, um sicherzustellen, dass alles, was dokumentiert ist, auch noch gültig und aktuell ist. Ja, und diese Dokumentation ist es dann natürlich, die ich dann weiterführend nicht nur im Rahmen einer Excel-Liste exportieren kann, sondern die grafischen Analysen, die ich vorhin schon angesprochen habe, können natürlich auch von hier weg erstellt werden, wo ich dann eben von hier weg analysieren kann, welche IT-Systeme werden für die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten herangezogen und welche Datenkategorien werden im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeiten verarbeitet. Und was auch ganz, ganz spannend ist, ist, dass ich hier diese Mehrfachbenennung anzeigen lassen kann, wo ich erkennen kann, mit der gleichen Farbschattierung sind es jeweils die gleichen Verarbeitungstätigkeiten, dass ich hier sehr gut erkennen kann, dass die Verarbeitungstätigkeiten hier mehrfach vorkommen, mehrfach im Sinne verwenden mehrere IT-Systeme, beziehungsweise mehrfach im Sinne dieselben Datenkategorien werden bei unterschiedlichen Verarbeitungstätigkeiten durchgeführt. Ein anderer Aspekt wäre beispielsweise eine Matrixdarstellung, wo ich auf die Geschäftsprozessecke nochmal blicke, indem ich sage, welche Verarbeitungstätigkeiten werden denn zum Zweck welches Geschäftsprozesses durchgeführt und welche Datenkategorien werden im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeiten denn hier verarbeitet. Und auch hier kann ich mir mit dieser Mehrfachanzeige sehr schön anzeigen lassen,
dass ich hier mehrere Verarbeitungstätigkeiten, also eine Verarbeitungstätigkeit bei mehreren Geschäftsprozessen durchführe, beziehungsweise bei diesen Tätigkeiten auch mehrere Datenkategorien vorkommen. Das heißt, dass ich mir hier überlege, wo kommen denn hier diese Datenkategorien her und verwenden die verschiedenen Geschäftsprozesse im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeit auch tatsächlich immer dieselbe Datenquelle oder haben wir hier vielleicht mit redundanten Datenhaltungen zu tun. Und das sind dann auch sehr spannende weiterführende Analysen, die über die einfache Excel-Ausgabe dieses Verarbeitungsverzeichnisses darüber hinausführt. Klar, das Excel brauche ich für die Aufsicht, aber diese weiterführenden Analysen sind dann auch ein guter Startpunkt, um vielleicht auch nochmal einen Blick auf das Datenmanagement zu lenken, einen Blick auf die Speicherung der Daten in verschiedenen Anwendungen. Und das ist, denke ich, auch ein guter Input für das Unternehmen selbst, wo man auch nochmal einen Mehrwert generieren kann aus diesem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Auf was wir Sie noch hinweisen möchten, ist, dass wir alle die Informationen, die wir Ihnen jetzt hier gezeigt haben, seien es die Abbildung der Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Unternehmensarchitektur mit Bezug auf Anwendungen, auf Bezug zu Prozessen, auf Bezug zu Kategorien betroffener Personen, zu den Datenkategorien. Alles das haben wir auch übersichtlich in unserem neuen Marketplace-Eintrag zusammengefasst. Sie sehen hier oben auch den Link dazu. Wir laden Sie sehr herzlich ein, hier auch noch ein bisschen zu gustieren, sich ein bisschen umzusehen. Hier sind auch noch weiterführende Informationen abgelegt, welche Features Sie mit dieser Erweiterung für Adonis und ROT bekommen, wenn Sie sich überlegen, dieses Verarbeitungsverzeichnis im Adonis oder im ROT abzubilden. Wie gesagt, es ist jedenfalls die Empfehlung, sich zu überlegen, ob dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nicht besser ein integraler Bestandteil dieser Unternehmensarchitektur sein sollte, im Unterschied zu einer reinen listenartigen Abbildung, beispielsweise im Excel, weil das haben wir auch in der Praxis gesehen, dass wir bei einigen Kunden, die dann mit Excel an ihre Grenzen gestoßen sind, diese dann die Daten dann in unsere Tools überführt haben, wo dann auch dieser Mehrwert dann aus diesem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten sehr schnell erkannt werden konnte. So, und damit hoffe ich Ihnen einen Überblick gegeben zu haben unseres Lösungsansatzes. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch die Ideen dahinter, hinter diesem integralen Aspekt auch ein bisschen näher zu bringen. Wie gesagt, sehr gern stehen wir auch im Nachgang aus den Kontaktdaten gerne zur Verfügung für weiterführende Gespräche zu diesem Thema. Ja, vielen Dank, Thomas. Dann übernehme ich an dieser Stelle sonst wieder. Also Thomas hat es erwähnt, was wären so nächste mögliche Schritte und auch mit uns in Kontakt kommen. Auch hier kann ich Sie motivieren, wirklich mit Ihrer Operative dann Kontakt aufzunehmen. Ja, sehr gerne zeigen wir Ihnen auch den Mehrwert dieser Integration, stellen auch für Sie allenfalls eine zugeschnittene Präsentation zusammen und ja, können uns bilateral abstimmen, wie man in Ihrer Adonis-Umgebung diese Data Protection Extension erweitern kann. Sollten Sie natürlich sich zuerst selbst informieren wollen, dann finden Sie weitere Informationen auf der BOC Group Marketplace Seite, die Thomas schon bereits gesagt hat. Ich habe hier noch den Link abgekürzt mit b.link/data-protection. Da können Sie weitere Informationen dann noch finden. Ja, dann freuen wir uns natürlich auch ein kurzes Feedback von Ihnen. Was hat Ihnen gefallen? Was können wir besser machen? Hierfür haben wir auch eine kurze Umfrage erstellt. Sollte nicht mehr als 2-3 Minuten in Anspruch nehmen. Auch hier wieder abgekürzt mit einem kurzen Link b.link/dsg-ch. Dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit können wir uns vielleicht noch schauen, was reingekommen ist. Thomas, ich habe hier eine Frage, und zwar geht es da um den Intervall der Verzeichnisse. Und zwar, in welchem Intervall wird die Aktualisierung der Verzeichnisse von diesen Verarbeitungstätigkeiten empfohlen? In den Projekten, die wir bis jetzt begleiten haben dürfen, ist das im gleichen Intervall wie bei den Geschäftsprozessen oder bei den Risikoanalysen zu sehen. Das heißt, im typischerweise jährlichen Intervall wird auch die Aktualisierung dieser Verarbeitungstätigkeiten durchgeführt. Was natürlich auch dann die Aufsichtsbehörde interessiert, wie sich hier vielleicht auch die Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten über die Zeit hinweg entwickelt hat. Das heißt, auch eine entsprechende Historie der Verarbeitungstätigkeiten wird von der Behörde manchmal quasi nachgefragt, wo man anzeigen kann, wie hat sich denn hier über die Zeit hinweg das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten entwickelt. Also ich würde mal den Zyklus von jährlich bis eineinhalbjährlich empfehlen,
um hier eine aktuelle Datenbasis der Verarbeitungstätigkeiten vorlegen zu können. Okay, vielen Dank. Zweite Frage geht auch ein bisschen in diese Richtung über die Verarbeitungstätigkeiten. Muss man da bei der initialen Erstellung irgendwie auf was besonders achten? Gibt es irgendwelche Probleme, die entstehen können? Bei der initialen Erfassung, da würde ich entweder, wie gesagt, bei den Herangehensweisen empfehlen, nicht mit der Frage ins Unternehmen zu laufen, welche Verarbeitungstätigkeiten gibt es denn? Denn viele Personen, die dann mit die Verantwortliche von den verschiedenen Abteilungen sind, mit dem Begriff noch nichts zu tun haben, sondern dass man hier vielleicht auch schon mit der Frage herantritt, welche personenbezogenen Daten, sensiblen Daten werden denn in den Geschäftsprozessen verarbeitet. Das heißt, man kann durchaus hier auch schon die Prozesslandkarte, die es idealerweise schon gibt, heranziehen, um hier zu prüfen, ob hier personenbezogene Daten wie Kontaktdaten oder wie sensible Daten, wie Gesundheitsdaten hier erhoben werden oder gespeichert werden oder weiterverarbeitet werden, dass man hier beispielsweise prozessual vorgeht, um zu prüfen, sind hier schutzbedürftige personenbezogene sensible Daten in Verwendung, werden die erhoben und wenn ja, gilt es hier eine entsprechende Verarbeitungstätigkeit zu dokumentieren. Das heißt, die Empfehlung ist, dass man sich auf ein schon bestehendes Dokumentationsmedium zu Hilfe nimmt, beispielsweise die Prozesse der Prozesslandkarte, um diese durchzugehen und zu prüfen, gibt es hier schon personenbezogene oder sensible Daten. Dieses Verarbeitungsverzeichnis auf der grünen Wiese zu erstellen, ohne Bezug zu schon bestehenden, ich sage mal, Elementen und Unternehmensarchitektur, das hat in der Praxis nicht immer so gut funktioniert, sondern man sollte mit Elementen starten, die für die Ansprechpersonen schon bekannt sind. Und das sind oft entweder die Anwendungen oder vielleicht sogar noch besser die Geschäftsprozesse. Okay, danke. Vielleicht hast du es auch von dieser Tonspur schon gesagt, aber könnte man sagen, dass dann die Verarbeitungstätigkeit in der Regel einer Aufgabe in einem Prozess entspricht? Oder wo ist also genau der Unterschied? Ja, wobei, ja, die Verarbeitungstätigkeit ist etwas, das wiederkehrend passiert, tritt auch im Rahmen des Geschäftsprozesses statt, aber die Dokumentationsanforderung an die Verarbeitungstätigkeit ist eine viel detailliertere oder spezifischere als auf eine Aufgabe im Geschäftsprozess. Erinnert, die Datenkategorie, die Datenschutzfolgeabschätzung, die betroffenen Personen, die Empfänger, das alles sind Aspekte der Dokumentation, die für die Verarbeitungstätigkeit relevant ist, nicht aber für eine, unter Anführungszeichen, normale Aufgabe eines Geschäftsprozesses. Deswegen haben wir in der Praxis auch, das hat sich sehr gut gezeigt, dass die Verarbeitungstätigkeit nicht eine Aufgabe des Geschäftsprozesses ist, sondern eine begleitende Dokumentation zu einem Geschäftsprozess ist. Perfekt, vielen Dank. Ja gut, den Nachmittag der Zeit und dass ich noch ein, zwei Folien habe, würde ich sagen, neben die lästigen Fragen werden wir sicher noch im Nachgang beantworten und Ihnen auch die Fragen zukommen lassen, ganz klar. Vielen Dank auch dir, Thomas, noch für den interessanten Inhalt und eben die beantwortete Fragen. In diesem Sinne danke vielmals fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie weiterhin gesund und bis bald. Vielen Dank.